Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir und zwar zu War Tales. Das Spiel befindet sich noch im Early Access. Es ist auch momentan die Beta, die ich hier habe. Die Vollversion des Spiels habe ich ja. Ja, also War Tales ist ein Open-World-Spiel, RPG und rundenbasierte Strategie. Kam raus am 1. Dezember 2021. Und ich habe da schon so ein paar Sachen drüber gelesen und ich habe halt gedacht, komm, bevor du da. Was? Dann machen wir mal das Leichteste. Ich habe da schon so einiges gelesen darüber, dass es zum Beispiel heißt, der eine hat probiert das Spiel zu spielen und das Problem war, er hat's ganz normal auf Gutmütigkeit halt gespielt, hat Leuten geholfen und so weiter und ist dann im Endeffekt draufgegangen, weil die Gegner stärker wurden, er nicht die richtige Ausrüstung hatte. Und im Endeffekt war es dann so, dass diese Person dann statt Sachen zu kaufen von dem Händler einfach den Händler bestohlen hat, dadurch bessere Ausrüstung hatte und auch wesentlich weitergekommen ist. Und das wollen wir jetzt auch mal probieren. Ja, nehmen wir doch das, wir nehmen. Machen wir mal das da, mehr Erfahrung. Dann machen wir mal das hier. Schwierigkeit, man war einfach, weil. Wie schon gesagt, es ist nicht ohne. Weil wir ja auch teilweise fürs Überleben unserer Truppe sorgen müssen, dachte ich mir halt, komm, dann nimmst du lieber die einfachere Variante und ja. So, Start. Gucken wir mal. Dann war schon direkt ein Kampf. Kämpfen. So. Geht ja gleich ans Eingemachte. Finde ich schon mal gut. Ah, das ist ein Schwertkämpfer und der. Okay. Der bewegt sich jetzt mal. Hierhin. Dann greift er den da an. Zack. Können wir nochmal. Das heißt Rückzug, zieht sich aus dem Grund zurück, löst einen Gelegenheitsangriff des Gegners. Das wollen wir ja nicht. Ach, der darf sich jetzt nicht mehr bewegen, oder was? Okay, ich dachte jetzt eigentlich Rückzug, nee. Wie kommt denn der nächste dran? Ah, jetzt haben wir's. Jetzt dürfen wir uns bewegen. Jetzt greifen wir mit dem da den hier an. Jetzt ist der fertig. Ah, okay. Bewegt sich jetzt hier hin, benutzt seinen Angriff auf den da. Da liegt er. Jetzt
Sagen wir mit dem, soweit wir können, hier vor. So, bewegen. So. Dem hier hin. Und da liegt der erste. Und der klatscht jetzt den um. Geht das nicht? Ach, das ist der hier. Oh, das wird jetzt richtig böse von hinten. Boah! Okay, das finde ich jetzt richtig cool. Alles reparieren. Okay. Alles plündern. Weiter. Gehen jetzt erstmal hier hin. Was finden wir da? Erz, dann gehen wir hier hin. Ja, auch eine Karte. Ah, hier ist ein Fragezeichen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rechts. Nee, können die ja nicht. Ah, das sehen wir auch. Da nimmt der Tag ab. So. Was haben wir hier? Wir probieren's. Ja, der ist auch Stufe 1. Oder waren das wir? So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, hoffentlich geht das wieder so wie. Ach, verdammt. Okay. Oh. Ui. Du Hund. Hält einiges aus. So, wir bewegen uns mal hier vor. 4 bis 7. Wenn der critten würde, heißt das, unserer kann da auch getroffen. Boah! Verdammt! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es war zwar angezeigt, aber ich hatte es ehrlich gesagt nicht gehofft. Nee. Wir positionieren uns hier. Cool. Okay, Gott sei Dank. Gerade noch so geklappt, ey. Ich hab schon gedacht, der hier kippt uns um. Mein Gott, hat der eine Verteidigung. So, jetzt ist aber die Verteidigung durchbrochen. Jetzt gehen wir mal hier hin, jetzt gucken wir mal, ob das geht.
Sehr gut, immerhin um zweimal geheilt, das ist besser wie nix. Mit wem dürfen wir jetzt? Nochmal mit dem. Ja, dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Zack, direkt 10 weg. Ah, unser Gauner ist das, aber der kann. Kommt der dahin? Nee, leider nicht. Was? Nein. Der bewegt sich jetzt hier hin und klatscht ihn einfach von der Seite weg. Und weg mit. So, platt sind sie. Mein Gott, hab ich gerade eben Muffensausen gehabt wegen unserer einen Einheit. So, das nehmen wir auch alles mit. Ja, alles behandelt. Medizin haben wir 5, okay. Alles reparieren, ja. Weiter. Oh, da ist ein Händler. Das meinte ich. Jetzt gucken wir mal. Können wir den beklauen, bestehlen, bedieben? So. Angreifen. Wir greifen alle an. So. Ich sehe hier meinen Kampfsimulator. Aber finde ich cool, dass man hier die Wahl hat zu machen, was man will und was man denkt. So, jetzt überlegen wir mal. Wir bewegen uns einmal, dass der Bogenschütze auch hinkommt. Bewegen wir uns erstmal hier hin. So. Nein. So, bewegen. Der bewegt sich jetzt mal dahin in der Hoffnung, dass wir die, jawohl, die treffen wir. Und da liegt sie. Oh. Ah, sehr schön geblockt, mein Freund. Nicht cool. Wir bewegen uns hier hin, dann schießen wir den da ab. So, Schild ist weg, Hälfte vom Leben auch. Dem. Na, der ist als nächstes dran, dann gehen wir hier hinten dran. Oh. Zeig mal, was du kannst. Lappen. So. Und da liegt auch dieser hier. Eine neue Runde beginnt. Mit dem stellen wir uns einfach mal hier hin. Speerwurf. Treffer. Und da haben wir sie. Alles plündern. Alles reparieren. Ja, weiter. So. Wie gebe ich denn meinen Einheiten was zu essen hier? Die Weltkarte, Kompendium, Inventar haben wir hier und das ist unser. Ah, wir können ein Lager machen. Okay. So, wie funktioniert das jetzt? Ah.
So, Eid ist auf Stufe 2. Ah, okay. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne in einen Kampf verwickelt zu sein, haltet ihr ein. Ah, das ist unser Dolchmensch. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Verbündeten beendet und in einem Kampf verwickelt, haltet ihr. Ja, dann nehmen wir das hier jedes Mal, wenn er einen killt. So, dann haben wir den. Da gehen wir auf die Willenskraft. Oh. Zieht sich zurück. So, bewirkt eine Runde lange Verlangsamung. Bewirkt bei blutenden Gegnern 2 Gift. Bewirkt 3 Runden lang eine Schwächung. Das hier. Schwere Rüstung. Ja. So, jetzt hätten wir das. Jetzt fehlt noch der hier. Da hätten wir einmal die Einheit und alle Verbündeten im Bereich erhalten 2 Runden lang Schutz. Das wäre nicht schlecht. Fügt dem Ziel 6 bis 7 Schaden zu und bewirkt 2 Runden lang eine Destabilisierung. Fügt allen Gegnern im Bereich 2x8 Schaden zu. Kann nach 2 Angriffen. Ach so. Das heißt, wir müssen 2 normale Angriffe machen, dass wir die Fähigkeit nutzen können. Das ist mittlere Rüstung, das ist schwere Rüstung. Jetzt ist die Frage, das Destabilisieren oder die Einheit und alle Verbündeten. Nee, dann nehmen wir das hier. Dann haben wir hier quasi nochmal eine Tankfunktion. Hoppala. Sind wir hier noch vergessen, das hier? Ja. Wie geben wir denen was zu essen? Werkstatt, okay. Ah, sehr gut. Jetzt rasten. So. 2 Aktionspunkte erhalten. Wählt einen Tüftler. Tüftler. Novize. Okay, bestätigen. Der könnte jetzt 3 Dietriche herstellen. 3 Angelhaken. Ja gut, dann soll er mal einen Angelhaken herstellen. Genau, und mal einen Dietrich, wenn wir ihn brauchen. Danke. So, wie gehen wir hier jetzt wieder weg? Nee, der kriegt jetzt nicht auch noch Tüftler. Kommt garantiert noch was anderes. Deswegen lassen wir das mal. Wie kommen wir hier raus? Pause, Pfade, Weltkarte, Kompendium. Ah, Lager C, genau. Oh, was seid ihr denn für welche? Rennt den hinterher? So. Ui, die haben Holz und Angelhaken. Das sind Flüchtlinge, die. Ach so, Moment, wir können auch einfach stehlen. Geht das? Ach so. Neuer Beruf Dieb. Ah, das würde doch zu dem hier passen. Genau, Dieb. Der und bestätigen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er es schafft. Woran sehen wir das? Müssen wir da jetzt warten oder?
Ach, wir kämpfen einfach, das ist der einfachere Weg. So, die ganze Rüstung ist dahin. Bewegen. Hierhin, was haben wir hier? Da ist er platt. Runde beenden, so rum. Wagst dich. Oh, das gibt Rache. Ich hoffe, dass der trifft. Ja, tut er. Zack, die Rüstung ist fast durch. Jetzt bewegen wir uns mit dem hier hin. Hoffen, dass wir vielleicht mit dem Schwung treffen. Spalten, damit sollten wir treffen. Ermutigung, genau. Ach. Okay, ich hätte ein bisschen rüberziehen sollen. Ah, ich bin schon wieder dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, natürlich treffe ich da beide. Zack, Rüstung weg. So. Oder hat er wohl gecrittet? Zorn. Zack. Läuft. Gewonnen. So, alles plündern. Was sind denn das für welche? Oh. Ach, wir kämpfen. Sollten wir doch schaffen. Ui, die haben aber ganz schön viel Rüstung. Ui. Ui, vielleicht könnt ihr auch schon, vielleicht könnt ihr auch schon unsere Reise zu Ende sein. Nein, du triffst deinen eigenen. Warum nicht? Du Sack! Erstmal hier hin. So. Na, auch okay.
Aber ich glaube, der kippt uns gleich weg. Ich glaube, lang macht das nicht mehr. Nein, du schießt nicht wieder zweimal. Triff deine eigene Einheit, nicht meine. So. Das ist ja jetzt blöd. Jetzt treffe ich auch meine eigene Einheit. Der ist auch als nächstes dran. Das ist ja jetzt wieder. Ja, ich will ja nicht meine eigene Einheit verletzen. So. Nein. Verdammt. Oh. Ja. Natürlich trifft er den Falschen. Alter, seid ihr Säcke? Ich will mich zurückziehen, ich will den umhauen und dann den. Probieren wir mal. Nein. Zuerst den da. Jetzt die. Oh. Hätte ich wohl anders machen sollen. Wir ziehen uns mit dem auch mal zurück. Sag mal, wie weit laufen die denn? Das ist ja brutal. Ich glaube, ich verliere haushoch. Oh, nice, er hat gecrittet. Sehr gut. So. Jetzt hoffen wir nur. Jetzt ermutige ich mich eben selbst und hoffe, dass ich es noch schaffe. Ach, verdammt, ich hab's mir gedacht. So. Nein. Du Hund. So, nice. Gleich liegen sie. Jawohl. Haben wir geschafft. Wir haben jetzt eine Einheit verloren. Das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ach so.
vielleicht erstmal zum Lager gehen sollen. Ja. Ach so. Wie viele Gefährten haben wir jetzt noch? Haben wir jetzt nur noch zwei? Hajo, nur noch zwei, ich werd bekloppt. Ja, genau, das machen wir auch. Ach so, genau. Untersuchen. Rüstung 5. Rüstung 8. So, jetzt gucken wir mal. Waffe hier was? Für hier ist nix. Nee. Gucken wir mal hier. Ach, der benutzt einen Dolch. Oh, da wäre ein zweiter Dolch natürlich gut. Oder geht das auch? Nee, geht nicht. So, rasten. Ja, der Trupp ist wieder ausgeruht, aber es ist halt so gut wie niemand mehr da. Also, wenn wir jetzt mal gucken, auf der Karte war hier angezeigt, hier ist unser Freund. Ui. Was sind das für Assis? Die hauen einfach ab. Boah, so was nenne ich mal Freunde. Sind für die Bevölkerung hier zuständig und dann so eine Aktion ist ja auch richtig gut. Nein. Nein. Ach so, die haben ja gar keinen Schutz. Bin ich ein Held? Ach so, das macht doch nur 2 bis 3. Was bringt das? Das war jetzt die bessere Wahl. Zack. Nein, du kommst nicht so weit vorwärts. Nein. Puh, Glück gehabt. So. Jawohl. Oh. Das ist so vielleicht besser. Nein. Sack. Schade, dass der nicht kontern kann. Jetzt müssen wir mit dem. Nee. Erstmal das. Jetzt das. Oh, da haben wir es ja schon. Haben wir jetzt irgendwie Fleisch oder so? Oh, nice. Das können wir garantiert. Das können wir garantiert am Lagerfeuer nutzen. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Weil was glitzert hier? Neuer Beruf Angler. Machen wir mal das Dieb hier weg. Angler.
Wie funktioniert das jetzt? Ich lasse den jetzt einfach angeln oder? Ach so. Wir haben Aal gefangen. Cool. Machen wir nochmal. Noch ein Aal. Und nochmal. Und nochmal. Sehr schön. Das können wir wahrscheinlich auch kochen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wo ist er denn? Wie können wir unseren Freund hier wieder kriegen? Freut mich, dass ich. Ah, für 40 rekrutiert. Sehr gut, jetzt haben wir einen. Ja, da haben wir es ja jetzt wieder. Endlich! Jetzt haben wir unsere Einheiten wieder. Jetzt sieht das Ganze schon wieder anders aus. Oder bin ich da verkehrt? Wie können wir denn. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Stärke 2, Spaltenkapazität. Und das hat betäubender Angriff Stärke 3. Wieso nimmst du das nicht? Hat das nicht? Ach so, der kann keine Waffen dieses Typs ausrüsten. Kann man das Ding eigentlich irgendwie wiederverwerten oder? Moment, haben wir jetzt zwei Bogenschützen? Ja, tatsächlich, aber egal. Das ist ja auch nicht schlimm. So, jetzt würde ich nochmal gern wissen. Das müsste erst repariert werden. So, dann nehmen wir dich. Kannst du irgendwas bauen? Nein. Gucken wir mal. Feuer. Rasten. So, jetzt. Dann 5 Einfluss verloren. Ja gut, der Einfluss ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ. Hauptsache, wir haben unsere Einheiten wieder. Greift die Schweine an. Ja, wir brauchen nämlich auch Fleisch. So. Tja, da sind sie jetzt wohl überrascht, die Lappen. So, da gibt es jetzt Selbstschutz. Dich lassen wir mal hier hinlaufen. Ach, verdammt. Okay, oh. Nicht cool. Gar nicht cool. Lauf auf die Falle. Jawohl. Genau das war Ziel meines Clans. So. Oh, da ist die Sau platt. Wir wenden mal unsere Runde, da kommt ja noch eine Sau. Stopp. Danke. Mist 63 Zoll zahlen. Okay, ich glaube, wir überfallen wieder die Leute.
hat die Sau meine Rüstung platt gemacht. Das mag ich nicht. Ermutig dich selbst nochmal. So, mit dem. Dürfen wir hier rüber? So. So, da haben wir wieder Fleisch. Sehr gut, alles plündern. Jetzt gucken wir mal, was die da haben. Ich würde mal gern wissen, ob ich den Spaß da einfach so. Sehr gut. 3 Kadaver, wie viel habe ich davon? 6 Stück? Ich muss 83 Soll zahlen, das ist nicht so gut. 63. Angreifen. Kämpfen. Weg mit denen. Ach, verdammt. Nein, ich wollte eigentlich noch laufen, aber okay. Vielleicht geht's so. Dann warten wir. Ich gefährde nicht wieder unnötig das Leben meiner Einheit. Nicht nochmal. Das war ja vorhin schon nicht so schön. So, jetzt stehe ich doch perfekt. So, zack, weg mit dir. Runde beenden. Stellen wir uns dahin. So. So, jetzt haben wir noch mal Schutz dazu. Ui, die müsste ich mal heilen, wenn ich könnte. Jetzt quatschen wir erstmal den weg. Dann kann der nämlich heilen, wenn er dran ist. Boah! War das ein Volltreffer? Au! Ich habe keine Aktionspunkte mehr. Gut, dann war's das für dich. Lappen. So, wir nehmen jetzt aber nur das Notwendige. Das auf jeden Fall. Oh ja, das Geld. Und die Dinger nicht. Weil das wäre ja geklaut. Weiter, weiter, weiter. So, wir rasten auch gleich mal.
Dann gehen wir jetzt einfach mal. Wieso ist denn hier eine Höhle? Altes Salzbergwerk. Egal, gucken wir erstmal hier. Stallungen der Hochebene. So, wir rasten einmal. Jetzt erstmal bereiten wir mal was zu essen zu. So, rasten. Ach so, ich muss den Zoll zahlen. Wie zahle ich den denn den Zoll? Oder klicke ich da einfach hier? Nee. Ah, da kann man hier das nächste nehmen. Hinterhalt, okay, aber nur wenn er hinter dem Ziel steht, dann macht er zwei Angriffe. Gegner im Bereich sich zurückzuziehen. Sie erleiden außerdem einen Gelegenheitsangriff durch ihren Kontrahenten. Bewegt bei allen Feinden im Bereich drei Gift. Und da bin ich ehrlich gesagt mehr für den Hinterhalt. Über Bewegung. Dann hat er auch ein Level ab. Verteidigungshaltung. Das nächste Mal, erlittener Schaden ist nächste um 70% reduziert. Jedes Mal, wenn ein Angriff mehrere Gegner trifft, erhaltet ihr einen. Nehmen wir das da. Hier Verfassung. So, wir haben hier eine bessere Rüstung. Jetzt muss ich mal gucken, wie sieht deine Rüstung aus? 0 von 5. Das werfen wir einfach mal weg. Jetzt gucken wir mal bei der Tüftlerbank. Bestätigen. Immer noch nichts. Dann fertig. So. Was haben wir hier? Hui. Ein Pferd kaufen und wir kriegen alle Hufeisen dazu. Was kostet hier ein Pferd? Mir nee, ganz sicherlich nicht verlassen. Kosten die alle so viel? Ja, okay. Verlassen wir dieses Gebiet. Einmal Schweinefleisch wollen sie haben. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie an Kohle rankommen. Wenn wir hier vielleicht mal irgendwie einen Händler sehen würden. Was ist denn das? Ah! Oh, das sieht aus wie ein Händler. Seid ihr Händler? Oh weh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die stärker sind. Viel stärker. Wir probieren's. Ne, Stufe 2. Die hat zwei Auftragsmörder bei sich.
Wir probieren es mal und ich glaube, so langsam komme ich dann auch zu meinem Ende von meinem Let's Play. Wir probieren es. Rüstung 9, 12, 12, 12. Okay, das geht noch. Ziel. Ach so. Jetzt gehen wir auf. Nee. Ach, vorbeikommen. Nein. Danke. Nein. Idiot. Eigenen. Eigene Einheit noch mit umgehauen. Was? Nein. Ach, verdammt, ich wollte doch eigentlich nur den Zug beenden. Tja, da ist das Schild wohl doch weg. Ne, der bleibt hier stehen. So, der muss sich aber bewegen, dass er überhaupt jemanden treffen kann. So. Oh. Ich glaube, das ist so der einzige, bei dem ich irgendwie Schiss habe, bei dem Verwüster. Da liegt sie doch. Du bleibst da stehen. Oh. Erstmal die Ermutigung und dann hier. Bewegt sich hier und hoffentlich können wir. Jawohl. Das ist viel besser. Lieber haut der uns die Rüstung weg. Ach so, ja, selbst schuld. So, da haben wir's. Jetzt gucken wir mal, was wir erbeutet haben. Wir nehmen das Geld, wir nehmen das da. Und den Rest lassen wir. So. Jetzt greifen wir auch die noch an. Wir sind ja nur auf Stufe 1. Die sollten wir leichter und schneller platt haben. Und dann haben wir wahrscheinlich auch genug Geld, um unsere Söldner zu bezahlen. Was sehr schön wäre, wenn wir die bezahlen dürften, könnten. Ach, da brauchen wir zwei Aktionspunkte, okay. Dann so. Jetzt bewegt er sich mal hierhin. Mach ihn weg. Danke. So, dann komm du mal hier rüber, nicht an den. Du Sack. So. Nice, der lenkt jetzt die Gegner ab und die müssten jetzt auf meinen Tank, sag ich mal, gehen. Vielleicht haben wir Glück und treffen wir. Ne, so machen wir das nicht, wir warten. So, greift den da so, weg mit der Rüstung. Boah, Volltreffer. Weg mit dir. So.
So, weg mit deiner Rüstung. Oh ja, und da liegt er. Hui. So, wie können wir die jetzt bezahlen? Ja, wie denn? Wie kommen wir denn dahin? Pfade. Was sind denn Pfade? Ach so. Das interessiert mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so. Wo ist denn hier die Option? Ist hier irgendwo eine Tastenbelegung? Nee. Speichern wir einfach mal. So. Nee, ich wollte jetzt eigentlich mal. So, wie bezahle ich euch? Ja, wie bezahle ich euch denn? Es ist schön, wenn die hier nach und nach immer. Oh, das stößt den Gegner zurück. Nehmen wir das. Ah, ja, nehmen wir auch das. So, wie bezahle ich jetzt meine Einheiten hier? Wie geht denn das? Ja, es sollte 18, aber wie? Faden ist es nicht. Keine Ahnung, wie ich die bezahlen soll. Naja, wie dem auch sei, meine Freunde, das war's von mir fürs Erste als kleines Blind Let's Play. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, wie ich meine Söldner denn jetzt bezahlen kann, nachdem ich es vergessen habe, sie zu bezahlen, lasst es gerne in den Kommentaren da. Wenn ihr sonst irgendwelche Tipps habt, haut's auch gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!